Es war Schlimmes passiert. Baldi ist im Krankenhaus. Warum? Find mir heute raus. Okay, das ist anscheinend passiert. Ein Paket ist reingeschmissen worden. Und er ist platt. Das wird dank dem Paket heute eine sehr platte Sache. Was aber keine platte Sache ist, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst für mehr Videos wie dieses hier. Wir gehen auf Start. Und okay, es ist im Prinzip eigentlich das Gleiche. Hä? Hä? Da ist er doch! Das ist der Baldi! Hä? Na okay. Math! Ja, ist klar. Warum ist Baldi jetzt immer noch da? Oder passiert es erst, wenn ich zwei Notebooks hab? Bom? Ja, es ist exakt das Gleiche! Also ja, es ist ein Mod, wenn man das jetzt noch nicht gesehen hat. I don't get it. Oh oh, ding dong. Sounds like my package is here. Hooray! Oh. Baldi! Ah! Da ist er wieder. Der Baum ist umgefallen. Sag mal, wie hat er das geschmissen? Ah da, okay. Also, er hat hier geschmissen. Muss dann irgendwie den Baum umgelockt haben, dann zu ihm. Also, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Ganze schaffen. Wahrscheinlich, dass wir ihn dann ins Krankenhaus bringen können. Hi, Sweep. Es ist so unglaublich ruhig jetzt in der Schule. Der Baldi ist in trouble, deswegen ist die ganze Schule jetzt hier alarmiert. Oh nein. Ah! Selbst Playtime ist traurig. Schaut euch Playtime an. Da möchte ich gar nicht die Schere einsetzen. Aber ich nehme diese Schere mit. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was das Ganze jetzt bringt, wenn ich hier falsch antworte. Ich könnte falsch antworten. Aber ich will nicht. Ja, someone is globally time. Hau ab. So, also ich muss... Okay, das Spiel hat noch keine Map. Wo muss ich überhaupt lang am besten? Bin so oft schon hier rummarschiert. Und ich sollte mich nochmal hier auskennen. Nein! Oh, jetzt trau ich Peter Mitchell. Hi, Principal of the Thing. Ich hab fast kein Stamina mehr. Das ist blöd. Okay. Oh, da wäre nochmal... Was ist? Bzzz. Wahrscheinlich nur die Lichter. Also, 0. Minus 1. Und so. Es geht gut voran, nachdem uns jetzt niemand verfolgt. Der Sound. Das ist ein bisschen eklig. Aber es ist ruhig, kein Bullies hier. Oh, ich hab zu früh gesprochen. Der Bully ist da. Nimm mal diese Boots, auch wenn ich jetzt immer noch nicht so richtig den Sinn davon habe. Oder weiß. Oh, falsch. Ups. Weißt, wenn du laberst, dann, ja, vergeigst du was. Ja, I get angrier. Er liegt auf dem Boden wegen einem Paket. Wie kann der da angry werden? Es ist einfach niemand da. Was ist das? Hört ihr das? Hä? Das war ganz, ganz komisch, der Sound. Nimm mal diese Boots bei Grund. Ich hör's das doch auch, oder? Mich würde es einerseits gerade interessieren, was das für ein Geräusch ist. Ha! Boots, ganz vergessen. Ja, Sweep. Okay, Sweep. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was es ist. Ich will es rausfinden. Aber irgendwie komme ich auch da nicht hin. Jetzt bin ich wieder hier. Hier drin ist nichts. Bom. Was war das für ein Geräusch? I don't get it. Das war nämlich hier nur. Irgendwo. Ha. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geräusch war. Nein. Bam. Oh, das ist ein Quarter. Nein, Principal, ich mach nichts. Nö. Ich geh ins Klassenzimmer. Tschüss. Ah. So, 1 plus 2, das ist 3. 6 und bam. Jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Notebook. Das geht recht einfach, aber okay. Wenn du niemanden hast, der dich verfolgt mit einem Lineal, dann ist es ganz einfach.
Und da ist der Nummer 7. Wäre ich nur daheim geblieben. Komm, weißt was? Nehmen wir diese Bar. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Nein. Ha! So, was will er jetzt machen? Er kann mich höchstens ins Dingsbums schicken. Ihr wisst schon. Und das ist 7 von 7. Klick. Also, was muss Baldi to the hospital bringen? Was war das für so ein... Was war das für ein Sound? Ich hab nicht Ehre. I'm not afraid to use it for your game. Ja, da ist Baldi. Das ist ja nur Playtime. Muss ich einfach nur zu Baldi? Hä? Was ist das? Hä? LOL! Die Socke! Was muss ich jetzt machen? Ja, ich bin hier oder muss ich einfach zum Exit rennen? I think... Nö. Doch! Wir haben es geschafft! Da ist der Baldi. This is a sad bully. Doctor, is Mr. Baldi going to be okay? Yes, he will be fine. So basically, someone threw a package at his head. Now your friend Baldi is in a coma. Is Baldi going to oof? No, he will not oof. Is there a way to bring him out of the coma? Well, you need to bring something that he really wanted. You need to go inside Baldi's head to get the one thing that he wants. What? He will be dreaming, though. Sounds simple enough. Come on, guys, let's go get Baldi out of this coma. Also, wir müssen ihm jetzt helfen. Ich meine, schau mal, wie traurig sie alle aus, alle schon. First prize, Playtime, du. Also müssen wir jetzt helfen. Pretty much. Okay. Wir werden helfen. Wir sind sehr hilfreich. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Oder was ist letztendlich von dem Mod? Hallo? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich kann hier nichts tun. Null. Das ist, ich kann hier entlang marschieren. Bis ich lustig werd. Oder bis mir schwindelig wird, besser gesagt, aber ich kann hier nichts tun. Und ich kann nicht durch diese Tür gehen. Ja, dann lass ich es gut sein mit dem Baldi Mod. Er ist im Krankenhaus gelandet. Es sieht auch sehr nach dem Krankenhaus aus. Ja, mit, ja, so ungefähr, aber okay, passt schon. Es ist ein anderer Mod mal, also wie die anderen Mods, die ich bisher gespielt habe. Also Baldi in der Bathtub oder Baldi mit seinem Feuerstuhl. Jetzt haben wir Baldi, der im Krankenhaus landet. Also wir haben ihn ins Krankenhaus bringen müssen. Erstmal die ganzen Notebooks einsammeln und ihn dann ins Krankenhaus bringen. Das war das ganze Ziel dieses Mods. Und ich denke, sonst gibt's einfach da nichts, was ich zeigen kann. Mal schauen, da gibt's bestimmt irgendwann mal wieder ein paar neue Mods. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.